Wir machen einen Workshop zum Thema Drittes Auge von 27. bis 30. Oktober in Schloss Buchenau bei Fulda. Wir werden in diesem Seminar sehr stark mit den mentalen Bereichen arbeiten und auch mit etwas, was man den inneren Kritiker nennt. Das bedeutet, diese kritische innere Stimme, die jeder von uns hat und die uns runtermacht und die teilweise unser Leben wirklich zur Hölle machen kann. Und wir wollen unsere Teilnehmer von diesem Leben in dieser Hölle sozusagen an den Punkt führen, wo man den inneren Kritiker zu einem Freund macht. Das dritte Auge ist außerdem das Energiezentrum, das zuständig ist für die Energiewahrnehmung. Und Energiewahrnehmung heißt nicht einfach nur, ich sehe Energie, sondern das ist ein Fühlen, ein Wahrnehmen, ein intuitives Wissen, manchmal physisches Fühlen. Es gibt also viele, viele Wege, Energien wahrzunehmen. Und wir wollen mit euch euer drittes Auge öffnen, damit ihr auf eure Art und Weise Energien wahrnehmt und nicht nur sie wahrnehmen, sondern dann auch zu lenken, zu führen. Das ist eine Methode, die nennen wir Energy Balancing, wo ihr also an euch selbst und mit anderen lernt, Energie zu lenken über die Hände. Und natürlich werden wir auch mit den höheren Aspekten des dritten Auges arbeiten, also mit dem höheren Verstand, der höheren Intelligenz und auch dem, was wir Intuition nennen. Und auch mit der Verbindung des dritten Auges zur Krone und zur Seele. Das heißt, wie man mit dem dritten Auge die eigene Seelenabsicht wahrnimmt und allgemein sich seiner eigenen Vision anschließt, Verbindung zu dieser Vision erhält. Und mit dieser Vision kommt dann sehr viel Klarheit in dein Leben. Sowieso, weil du lernst, eben diese vielen Stimmen, die immer so im Kopf herumplappern, zu identifizieren und wie so mehr Stille zu schaffen, mehr Raum zu schaffen für deinen eigentlichen Geist, der nämlich nochmal ganz anders arbeitet, als du es dir vorstellen kannst. Wir freuen uns auf dich.